Guten Morgen, liebe Leute. Ich bin wieder irgendwie auf dem Dampfer. Irgendwie. Trinke erstmal einen Tee. Ja. Lecker, lecker. Ja, und dann werden wir mal sehen, ne? Ah, ich hätte ja nicht immer einen warmen Tee. So, der Hans ist auch wieder da. Er hat seine Hütte bezogen, jetzt seine Hütte im Hof bezogen. Er hat sich eine Hütte in den Hof gebaut. Sieht man, ne? Jetzt ist er da. So sieht er aus. Oh. Und ich werde versuchen, heute im Laden zu sein. Also bis gleich im Laden. Da war ich auch. Achso. Ein Multi. Ja. Und stehen ein bisschen neben mir. Oder um es mal anders auszudrücken. Boah, fühle ich mich platt. Platt? Genau wie dieser Vorderreifen. Ja. Den die Dame gestern noch um 22 Uhr gebracht hat. 22 Uhr? Ja. Der Karstenmeiler, ne? Sind wir gekommen? Ja. Und dann mit Hans und Carsten haben wir gequatscht, aber. Gott schlauchte. Gott schlaucht. Die 12-Stunden-Schicht. Morgen erstmal. Das ist ein Ding, oder? Ja. Naja, wenn man es nicht gewohnt ist, das wird echt anstrengend. Ja, auf alle Fälle. Also ich bin gestern. Hast du keinen Shooter mehr gespielt? Ich bin zu Kreuzburger gegangen, hab mir die zwei fettesten Burger geholt, die sie da hatten. Okay. Ich bin nach Hause gefahren, hab mir innerhalb von nicht mal 15 Minuten diese 800 Gramm Fleisch eingefahren. Deswegen geht's dir so direkt. Und bin anschließend schlafen hier. Genau, ist ja auch richtig, dass man vorher fragt bei so einem Rad hier, weil hier ist nämlich die Bremse auch nicht in Ordnung, aber der Reifen ist auch nicht in Ordnung. Der Reifen ist natürlich zu checken, wenn es nicht anders geht, muss er mitgetauscht werden. Aber wirklich nur, wenn es nicht anders geht. Eigentlich möchte sie nichts in dieses Rad investieren. Sie möchte einfach nur einen Schlauchwechsel eigentlich. Ah ja. Denn der Reifen ist tot, die Bremse ist tot, alles andere ist auch tot. Der Sattel ist, ja, die sieht aus wie die Salzwüste von Utah. Ein bisschen aufgerissen, ne? Ja, das muss eigentlich. Bremse bräuchte ich eigentlich bloß einen. Nein. Nee, ist es eben nicht nur. Nicht nur? Naja, das ist dann auch der Zug, das ist ja nicht umsonst rausgefallen, da fehlt eine Schraube, dann geht das weiter, einstellen der Bremse etc. Nee, ja nicht, nee. Okay. Überhaupt nicht, die will das nicht, dann kriegt sie das nicht. Das ist zum Kotzen, ja. Ja, um 22 Uhr kam sie erst dann. Ja. Moin. Ich habe einen Platten vorne, ich weiß nicht, ob ich das Rad da lassen könnte, bis heute Abend irgendwie. Ja. Das ist ja, ich bin in die Sterne gefahren, da muss ich einfach sowas. Der ist aber schon gut durch, der Reifen. Ja, der ist aber irgendwie bin ich damit entscheidet, dass man fangen nach Hause kommt und das erst irgendwie. Ansonsten, wenn der Mannschaft auch noch lässt, dann ist das ein kleines Ding gleich schon aus. Das ist eine schöne. Das ist eine schöne. Ja, zu da kommen, ja. Na gut, du musst es sagen, wenn ich den Reifen nochmal nehmen soll, dann nehme ich den. Ich finde den so super, weil die sind so schön glatt. Und man hat auch schön nicht Reibung. Ne? Ja, okay, schön, wenn er nochmal geht, wenn er jetzt nicht komplett durch ist, dann sieht es mal einfach nur den Schlauch. Der ist halt alt, ne? Ja. Warte. Und kann man noch nehmen, oder? Warte. Morgen. Warte, ein großer Bild hat. Morgen. Ein großer Cut hat er nicht. Hallo. Und die anderen sind in Quarantäne, habe ich gehört.
Die sind von meiner Mutter. Also ja, eben. Damit sie sich bei ihm nie anstecken. Na, eigentlich hat Tommy das von denen. Wir im Rundumverfahren. Das heißt, aber die Kinder haben, haben das besser vertragen irgendwie. Die wollen halt ja, das ist doch klar. Ich meine, Kinder drücken das immer weg. Genau. Na? Also irgendwie, also, aber ich bin schon froh, dass nach zwei Tagen das immer so relativ nicht durch ist. Aber dass man sich wieder einigermaßen bewegen kann. Marlies, geh mal, wenn du das nächste Mal einkaufen gehst, in die Apotheke und kauf einen Grippostat plus C. Paracetamol, Vitamin C und noch ein bisschen was mehr, das Zeug hilft wirklich. Hm. Das kennt ihr noch nicht mal. Naja, gut, aber ja, pures auch schön. Aber Grippostat, bei meinen ist es völlig egal, ob die Bazillen geriegelte Socken oder gepunktete Strümpfe anhaben. Mein Körper vergisst danach, dass er Fieber hatte und wenn ich es dann zu früh absetze, geht es wieder bumm los. Ja? Also, okay. Dieses Mal war es mit viel Schnupfen verbunden, da habe ich dann auch so eine Schnupfenpille dazu genommen. Ich konnte durcharbeiten. Ich gehe jetzt ein bisschen einkaufen. Ja, geh mal shoppen. Geh mal shopping. Geht mal Grippostat kaufen, vielleicht schnorre ich eine oder zwei Kapseln auch noch ab. Dann erhol doch mal. Und, ich koche eine Hühnersuppe auf alle Fälle. Eine fette, schöne Hühnersuppe für alle. Oh, ja. Wow. Mach mal für alle. Weil ich glaube, wir sind alle ein bisschen mit angeschlagen. Das ist gut. Ja, den Preiswert ist was anderes. Nee. Da gibt es einen ganz großen Unterschied zwischen billig und preiswert. Mit oder ohne Decke? Wo Leute auch Geld verdient haben. Natürlich. Tommy. Mit oder ohne Decke? Er möchte nach Möglichkeit ohne Decke. So blöd, wie sich das jedes Mal anhört, das sagen zu müssen. Du pumpst falsch? Ich glaube, ich verstehe es nicht. Ja, furchtbar. Pumpkurse. Geben wir Pumpkurse. Ja. Ja, wir geben Pumpkurse. 20 Euro! Wenn wir jetzt zeigen, wie es funktioniert. Also ich bin ein bisschen besser drauf. Merkt man vielleicht, aber... Moin, moin. Was ist los, Volker? Guck da nur, was los, Wolfgang? Den Anglerlatein interessiert man nicht. Oh, jetzt wird hier oben. Das ist die linke Pose. Der linke, Danke nicht. Warte, winke ich hoch. Ich bin weg. Achso. Ich habe eine Matratze, die ein Luftmatratz, die ein kleines Loch hat. Da hast du vielleicht irgendwas das sind andere, das ist andere Material. Alles klar. Ein naiver Gedanke, dass ich dachte, nee, das ist nicht das gleiche wie ein Schlauch. Ah ja. Da muss ja wahrscheinlich ein Baumarkt oder wo gibt es sowas. Ja. Gut, danke schön. Ja, ist schon witzig. Witzige Idee. Auf alle Fälle. Wenn es noch wasserdicht ist, also so Wasser taucht. Mir ist das eigentlich wichtig, ich habe halt keine Übergangshandschuhe mehr. Und deswegen, ob der Leder funktioniert oder nicht, ist mir eigentlich völlig egal. Das bezahlt man für. Zwei Stunden schon an. Oh, BBF nervt mich so ab, der Shop. Ich kann es dir gar nicht vorstellen. Und, eine Flasche zu viel. Aber ist halt die gleiche Bremse wie hier. Ja, gut, aber. Meine, er wollte ja auch nicht sagen, das ist mir denn zu unsicher. Hast du auseinandergebaut? Ja, da ist bloß auch handfest wieder zusammengeschraubt. Und, was sagst du? Die ist trocken. Und ja, klar, es muss trocken sein. Nee, du hast auch, wenn du mit Finger durch ist, hast du außen noch einen leichten Fettfilm. Und die sind eigentlich noch gut. Ist noch reichlich drauf. Hat ihr da Öl drin gesprüht? Das ist ja furchtbar. Das Kriechöl. Ja. Hat er denn direkt auf den Händen geschmissen? Ah, hat ihn da rumgesaut. Dann. Obwohl, man sollte vielleicht nicht unbedingt Öl in den Lappen nehmen. Ja, das ist sowas wie kontraproduktiv.
die müssen ja auch mal gesprayt werden. Weil die vorne, die funktioniert einwandfrei. Die knallt auch nicht. Die läuft sauber und ruhig und bremst. Aber die, ich habe sie eingestellt und drehe am Rad und drücke den Hebel. Pang! Was ist jetzt kaputt? Und ich weiß, die darf nicht knallen. Ja, Bremsmantel. Bremsbelag ist noch genug drauf. So. Haha. Gut, ey. Diese Ungeschicktheit immer. Auch Tommy trifft die Schwerkraft. Ja, klar. Jedes Mal unerwartet. Ah ja, hier, ich habe die beiden Schrauben ausgetauscht von den beiden Schalthebeln. Schau mal wieder rein. Schrauben von den Schalthebeln? Ja, normale Schrauben. Ja, genau. Ich habe da jetzt wieder nur Schrauben drin. Natürlich, selbstverständlich. Und wie ist es? Wiss ich noch nicht, bin auch am Einstellen. Ach so, am Einstellen, okay. Einstellen ist wichtig. Ja, guck mal, die vordere. Ja. Ah, jetzt kommt die hintere auch langsam. Ja, aber sie darf natürlich nicht vorher schon blockieren. Ja. Das nicht, ne? Ist noch nicht zu hart. Doch, warte mal, lass mal los. Weil ich gerade gemerkt habe, dass ich den Zug hinten durchgezogen okay. habe. Okay, lass du noch mal ein bisschen nehmen. Weil du auch nichts zum Gegenhalten hast. Okay, da musst du. Die Spielzeugschraube, oder? Ja, damit wird der Zug geklemmt. Ja, und das ist zu weich. Hier ist fast Fingerklemmen. So. Also nochmal rindrehen, bisschen den Zug ziehen. Aufdrehen, doppelt legen und hier oben wieder raus. Dann zieht sie es nämlich nicht durch. Dafür ist es so gedacht, es wird nicht einfach mal so geklemmt, sondern es wird doppelt. Ja, aber dann ist der Zug zu kurz. Als Schlaufe rumgelegt. Dann muss ich einen neuen Zug verbauen. Neuer Zug ist allerdings kein Problem. Weil vorne ist er auch nicht doppelt. Also nicht umgelegt. Das ist schlecht. Weil so, nur so klemmt er natürlich ordentlich. Ja, Tommy ist am Laden, auf alle Fälle. Was habe ich gemacht? Jetzt schon Bestellungen und sowas. Der Achim hat die letzten zwei Tage die Stellung hier gehalten. Das hat er gut gemacht. Und ja, jetzt haben wir hier so ein KTM hier gerade am Aufbau. Also am Aufbau, jetzt habe ich gekauft und jetzt sind wir hier gerade am verkaufsfertig machen. Ja, nicht besonders. Es ist nicht mehr so viel los jetzt, ja, hier in im Laden. Wie natürlich zur Saisonmitte, aber Saisonende ist halt Saisonende. Deswegen heißt es ja so. Da ist ein bisschen weniger, alles ein bisschen ruhiger, ein bisschen gemütlicher. Und ja, auf alle Fälle ist das hier ein KTM Libero. Made in Austria. Wie wunderbar. Ja, KTM Libero mit einem wunderschönen Wildledersattel. Also, der gefällt mir ja. Der ist ja echt schick da. Ist ein bisschen falsch eingestellt, so wenn ich das so sehe. So vom Winkel her könnte der wehtun. Aber da war halt die Bremse hinten, die war jetzt ein bisschen verhackt irgendwie, meinte Achim. Ist damit gefahren, die hat geknallt wie Sau. Gucken wir mal,
Ach, den Ständer müssen wir auch noch festmachen, den Fahrradständer hier. Ist ja auch locker. Wo seid ihr denn? Ah, das seid ihr ja. Warte mal hier. Mal haben wir hier Knoppedreh, so nenne ich das mal, Knoppedreh. Das ist ein Knoppedreh. Der Knoppedreh dreht sich nur. Der geht nicht mehr ab. Da muss ich mal abflexen. Das machen wir jetzt. Da schauen wir dabei zu. Wir können noch lernen, können gucken, können staunen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr nachmachen. Der Knoppedreh wird abgemacht. Wie machen wir den Knoppedreh ab? Das ist eine große Frage. Da gebe ich keine leichte Antwort. Da weiß ich selber nicht. Da muss man gucken. Den Knoppedreh könnte man so abmachen. Der gute alte Knoppedreh. Oder man nimmt eine harte Waffe. Die harte Waffe ist ein Flex. Da trennt ein Jäger. Mit dem schmalen Blatt. Das Jahren war hier drüber. Ne, war? Trennen wir. Und Jahre nochmal in der Seide. Ne, war? Trennen Jäger. Da trennt und jagt. Da ist der Knoppedreh kaputt. Und wenn wir Glück haben, nur der Knoppedreh. Und nicht der Rad. Da. Mit auf die Speicher aufpassen. Ja. So, jetzt brauche ich die Brille. Ich habe ja keinen auf. Nicht ohne Schutzbrille. Jetzt kommt der Knoppedreh ab. Ab da sind. Ich sehe ihn. Schwupp, ab ist der Knoppedreh. So einfach jeder. Getrennt ohne zu jahren. Ah. Schnick, schnack, schnuck, Knoppedreh weg. So, ja, so einfach jetzt auf alle Fälle. Mit dem alten Knoppedreh und jetzt schrauben wir ihm hier einen Schnellspanner Ersatz ran, so was hier, damit das Hinterrad auch nicht mehr klaut, so einfach wie mit Schnellspanner. Schnellspanner ist halt wirklich keine gute Lösung für so ein schönes Hinterrad hier, eine 105er Narbe, alles fast neu, ein bisschen dreckig schon wieder, aber schön immer noch. Jo. Allerdings braucht er Scheiben, weil sein Rahmen ist schon so dünn, der macht das nicht mehr lange mit. Deswegen braucht der gute Mann Scheiben. Sehr gut. Jetzt baue ich ein. Ah, gucken, ob ich noch rankomme. Ich habe gesagt, er soll es draußen anschließen. Darf nicht so viel reden. Bis gleich. Okay, liebe Leute, so, geht weiter. Kabel. Jetzt meinen ersten Auftrag wieder. Nach meiner Pause, nach meiner zweitägigen Pause. Ah,
Das geht ja auch nicht. Aber weißt du, wenn man so 2 Tage nur im Bett liegt, das ist zum Kotzen. Ich weiß ja nicht, ob. Das wird ja jeder kennen irgendwie. Jeder wird es kennen, aber es wird halt auch nicht jeden stören. Für einen ist das ja auch. Hey, geil. Ferien. Ich find's furchtbar. Diese da liegen und nichts tun können. Habe auch zumal ich gesagt, ey, ich komme mir so unbrauchbar vor, so nutzlos gerade. Genau das ist es auch, man ist so unbrauchbar. Dann jammert man rum, so, oh, scheiß mein Kopf und hier und da. Das ist furchtbar. Auch jetzt kann ich noch nicht so viel reden, weil ich sonst Hustenreiz so kriege. Und das ist sehr unangenehm. Deswegen machen wir ja einen Sparflamme. Ich tausche jetzt einen Schlauch auf alle Fälle. Und wer ist jetzt krank? Achim. Ich glaube, Achim hat es auch erwischt. Hat er schon vor ein paar Tagen auch so rumgemacht. Hat meint er so vor 2 Tagen so, oh, er hat das ganze Wochenende gepennt. Und so, dem ging es auch nicht so gut. So. Er meinte aber, er ist faul gewesen einfach. Ja, ich glaube, gedacht, dass ich faul war, aber ich hatte Fieber. Denn bloß den hat es jetzt erwischt. Der konnte 2 Tage ruhig machen. Das saß ihm auch ein bisschen in den Gliedern. Das wird es auch noch gefördert haben, dass er 2 Tage hier quasi den Laden gemacht hat. Mehr oder weniger alleine. Hat er gut gemacht, aber 12-Stunden-Schichten, ja, das ist natürlich auch für. Das muss man gewohnt sein. Also fängst du nicht von dem Tag auf den anderen einfach so an und sagst, ja, geil, mach ich gerne, mach ich mein Leben lang. Da muss man. Ne? Ist nicht jedermanns Sache. Wir wissen, wer was die Ursache war. Da, grünes Glas. Der Reifen ist sowieso total zerschossen, aber da steckt es noch drin. Das war die Ursache. Er will allerdings nur diesen Reifen. Deswegen kann ich ihm leider nicht helfen, weil den habe ich nicht da. Weil der schön leicht ist. Ich habe andere Reifen, die sind ein bisschen schwerer. Möchte er nicht haben. Super, nix. Kannst du mal ganz neidisch gucken? Gucken Sie mal bitte neidisch in die Kamera. Neid. Neid erfüllt. Ja, ist nicht Neid. Das kriegst du nicht hin. Geht einfach nicht. Kriegst du nicht hin. Ja, fällt dir nicht. Ich sehe nichts wegen Ona. Ah, jetzt ist die Kleine wieder schuld. Hut, der Decke da. Und rechts. Was da
Ich hab sie vorhin schon eine Stunde rumgetragen. Stunde nur? Da wunderst du dich, dass sie schreit? Boah, das ist ganz schön laut. Ja, hättest du jetzt nicht daneben stehen müssen, aber du musstest ja unbedingt, musstest du jetzt daneben stehen. Ja, es ist ja wohl eine Frechheit. Du hast ja wohl gesehen, dass ich da stehe. Wieso so leise? Du musst jetzt weitermachen. Ja, sag mal, ich Luft. Versuche hier einen Streit anzufangen ordentlich und du machst hier eh noch. Ich bin extra nicht von hier geworfen, deswegen. So, du musst extra laut machen. Eben nicht. Aber trotzdem laut, ist voller Wucht reingeschlagen. Ja, ich hab's nicht reingesämpftet. Das stimmt schon. Das gebe ich auch zu. Ja, da muss ich auch echt mal sagen, du bist auch zu Hause immer sehr laut. Wenn die Kleine schläft, polterst du auch mal durch die Wohnung. Jetzt geht das los. Ja. Jetzt hast du jetzt hab ich dich so weit. Wie weit? Dass du sauer wirst und streiten willst. Doch, ich will auch immer streiten. Also streiten wollen. Ach, du streitlustig. Ja, was? Sag mal, wozu sind wir denn auf der Welt? Wenn ich wüsste, dass es dort dieses lustige Instrument des Streits gibt. Des Stinkerns. Des guten Streits. Ein guter Streit geht stets nur zu zweit. Kummer vertreibt niemand. Am Morgen vertreibt Kummer und Sorge. Kummer am Morgen? Nein, ein guter Streit am Morgen. Treibt Kummer und Sorgen. So rum. Jetzt verstehe ich ja nicht mehr. Totaler Quatsch. Zumindest fühlt man sich manchmal besser, wenn man gewisse Sachen ausgesprochen hat. Ja, das musste jetzt aber auch mal gesagt werden. Ach, Alice, du musst mir mal helfen. Och. Du kannst nicht immer nur zugucken. Ich muss aber. Und guck mal, was ich gemacht habe. Du musst das Kuchen festhalten. Sonst fällt es runter, oh. wenn ich hier zur Hand. Alter Schwede. Willst du das? Ja. Achso, ich bin oben. Wie sieht das aus? Ich kann es gar nicht fassen. Komm her, das ist eine süße Maus. Süße Maus. Ja. Reiß dir die Nase ab. Okay. Ach, die ist so süß. Wir gehen jetzt wieder. Was? Das ist mir zu schwer. Wow, ist lecker. Leckerli. Na gut. Tschüss. Alles klar. Ja, du bist eine hübsche. Ich komme ja um 8 in dieser Zeit immer nach Hause. Kommt doch keiner mehr. Vielleicht doch? Ich komme doch eh nach unten. Edge Match. Kann ich mir jetzt drinnen fallen. Hast du mir einen Zettel geschrieben? Du kannst ja mal einen Zettel machen. Wenn du mir einen Zettel machst, auf dem steht, bis 31. Oktober ab 8 Uhr. 20 Uhr. Oh mein Gott, verkürzte Ladenöffnungszeiten. Oh mein Gott, Tommy, wieso machst du das? Wieso tust du das? Was geht dir da verloren? Oh mein Gott, nein. Gar nichts. Und deswegen machen wir das jetzt. Für den letzten Monat. Das ist eh stockenfinster. Immer. Und vielleicht, wahrscheinlich bin ich sowieso mal. Noch eine halbe Stunde da oder so. Aber so ein bisschen früher nach Hause kommen, so schlecht ist das Ganze nicht. Da sind wir wieder bei dem Rally. Hat jetzt lange Pause gehabt. Die Bremsen, naja, ach, das ist alles. Ich habe vorhin ein Rad verkauft für 140 Euro, da habe ich das habe ich komplett neu umgebaut. Da habe ich über die Jahre so viel Geld drin versenkt in dem Ding. Da habe ich für 140 weggegeben, weil der Rahmen beschissen ist. Der Rahmen ist echt beschissen. Ey. Der gefällt mir ja nicht so. Tut mir leid, Patrick. Das ist ein Pegasus. Ja, aber der ist echt. Weiß ich, ist ein Damenrahmen, so ein Wave-Rahmen. Ah, mag die nicht. So, jetzt nehme ich aber hier mal das SLX-Schaltwerk auseinander. Ich mag halt lieber diese mixte Rahmen oder so, ja.
oder die klassischen Herrenradrahmen. Aber diese Wave-Rahmen, die mag ich ja nicht. Also bevor meine Stimme wieder ganz versagt, hier einmal das SLX-Schaltwerk ab und zerlegen und säubern. Erstmal die ganzen groben Teile ab, ne? Ja, und jetzt wird sauber gemacht hier. Erstmal grob. Natürlich erstmal die Krusten ab, ja. Reinigung. Wenn das jetzt mein Rad wäre, dann würde ich hier SLX wirklich andere Röllchen reinmachen. Irgendwelche Titanröllchen oder so. Keramik lagern. Irgendwie sowas. Abgereinigt. Eine kleine Beschwerde über einen Schlauchwechsel, aber wir können für Schlauchwechsel keine Garantie übernehmen. Jungs, wenn ihr eure alten Reifen fahren wollt, was soll ich machen? Er war gestern da, hat gestern abgeholt, ist heute wieder platt. Und er ist nur 100 Meter damit gefahren. Mann, ich weiß nicht. Keine Ahnung, gestern hat es den ganzen Tag hier gestanden, war alles in Ordnung. Und es ist keine Scherbe drin im Reifen. Musste ich halt zu ihm sagen, oh, tut mir leid, wir können keine Garantie übernehmen. Aber ich habe trotzdem. Das Problem ist, der zeigt ja Achim. Das ist mein Problem eigentlich an der Geschichte. Hätte ich selber gemacht, hätte ich gesagt, keine Garantie. Ne? Kann man nicht. Wissen wir nicht. Und so. Ich weiß aber nicht, wie Achim jetzt hier diesen Schlauchwechsel vorgenommen hat. Hat er das wirklich alles gut kontrolliert oder nicht? Ich gehe davon aus, dass er hat, aber weiß ich halt nicht. Hab ich nicht. Deswegen habe ich gesagt einfach, okay, wir tauschen den Reifen jetzt aus. Schlauch und Reifen. Dann ist alles gut. Und der Schlauchwechsel liegt auf mich. Den Reifen muss er bezahlen. Fertig aus. Eine Zwischenlösung. Wenn ich das hier mal alleine mache, dann weiß ich natürlich, wie ich arbeite und was geht und was nicht geht. Anti-Puncture Belt hat ja wohl nicht geholfen. Ach, das eine ist Frenhof? Ja, das ist hier ein anderes Speed-Trick. Ja, klar. Trickrad fahren. Kann man also rückwärts fahren. Sozusagen auch. Ja, das habe ich mit dem Fahrrad noch nie probiert. Okay, das war's für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Macht ihr gut. Bis dann. Ciao, sagt der Tommy. Vielleicht war was dabei heute. Vielleicht auch nicht. Yay. Oh, und ich muss auf den Top. Flop.